Willkommen zurück zu Empire of Sin. Liebe Freunde von Empire of Sin, wenn ihr in diesem Spiel auftauchen wollt, dann schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wer ihr sein wollt und wer und oder wie euer favorisierter Name ist. Wir gehen deswegen mal alle Charaktere jetzt durch und wir haben hier unten die Umbenennen-Funktion. Ich werde mich natürlich auch selbst in diesem Spiel verewigen. Und ich bin gespannt, ich muss mal gucken. Ich glaube, ich nehme Daniel The Hook Donovan. Und ich ändere, wir können seinen Namen nicht ändern. Ah, das ist ja ärgerlich. Okay, dann werde ich natürlich sein Untergebener werden. Ich bin ja persönlich ein großer Fan von Scharfschützengewehren. Und ich glaube, er passt doch ganz gut zu mir. Und wir nennen ihn Earl Weiss. Das ist okay. Und wir nennen ihn... Das ist der gute Earl Strategienerd. Also, ihr Lieben, der gute Earl Strategienerd ist bereits vergeben. Hymi, das können wir... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das ändern können. Wir können seine Rolle ändern, aber ansonsten den Spitznamen, glaube ich, nicht. Okay, also, der gute Earl Hymi Strategienerd. Ich bin auch relativ günstig, wie ich gerade sehe. Wenn ihr hier auftauchen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare mit eurem Vor- und Nachnamen, den ihr gerne, also nicht eurem Klarnamen, wenn ihr wollt, natürlich auch gerne den. Ansonsten gerne den von euch favorisierten Vor- und Nachnamen, den wir hier im Spiel benutzen sollen. Und dann werden wir euch hier mal einbauen. So, und jetzt gehen wir die mal alle durch. Und der gute Earl hat noch was. Der gute Rocco die Fleischweh Milochi ist ja unser, ja... Wenn man Hacker sagt, dann würde man an was anderes denken. Hacker ist vielleicht eher passend. Er ist im Prinzip ein guter Fleischer. Deswegen auch die Fleischweh. Er hat aktuell ein Scharfschützengewehr, ist so ein bisschen unser zweiter Scharfschütze hier. Hat einen plus 30er Bewachungswinkel, plus 25er Reichweite von der Eigenschaft Wache. Ist verliebt in die gute... ihr seht den Namen. Und wir gehen mal auf seine Eigenschaften und er entwickelt gerade auch noch eine. Passt. Dann gibt es Minerva Lee. Das ist eine ältere Dame und sie ist so eine kleine Kräuterhexe, Wunderheilerin und kann hier entsprechend auch ein paar Sachen machen. Okay, die gute Minerva hat ebenfalls ein Präzisionsgewehr. Man merkt, ich bin tatsächlich ein Scharfschützen-Fan. Das ist auch, wenn es euch interessiert, bei Phoenix Point der Fall. Wir können mal schauen, ob es hier noch gibt. Eine Sauerstoffflasche bräuchte sie vielleicht wie ein Freund. Aber ich hoffe nicht. Medikit haben wir. Und was zum Schlagen. Ich weiß nicht, ob sie dafür unbedingt die richtige ist. Das könnten wir tatsächlich mal überlegen, ob wir das... Okay, Rocco hat es auch schon. Alles klar. Dann gibt es den guten Cyril McRae. Und wenn ihr eher sein wollt, dann schreibt es gern auch in die Kommentare. Und er hat aktuell eine gute Schrotflinte, eine seltene. Und schmeißt gerne mit Dynamit um sich. Und wir müssen ihm noch eine neue Eigenschaft zuweisen. Und ich möchte ungern eine Präzisionsgewehrausbildung nehmen. Das haben wir nämlich schon zu Genüge. Schnelles Nachladen. Ich glaube, Feuer erwidern ist hier eher das Richtige. Das ist eine Sache, die haben wir noch relativ selten. Das werden wir mal nehmen. Okay. Crispo Gregson. Wenn ihr Crispo sein wollt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und wir haben ein Lewis Maschinengewehr. Das ist auch selten. Und ihm könnten wir, er hat 81er Nahkampf, ihm könnten wir tatsächlich mal den Knüppel hier geben. Denn im Nahkampf sind wir aktuell noch nicht ganz so weit, ganz so stark. Moment, er liebt Rocco Milucci. Okay, also wenn ihr Crispo Jackson Gregson sein wollt, der Rocco Milucci liebt, dann auch das gerne. Er hat nichts. Die nächste ist Grazia Longhi, die gute Grazia. Und wir können ihr Nahkampfkonter, weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass wir Nahkampfkonter brauchen. Wir haben gute Nahkämpfer. Ich sehe sie in einem anderen Feld. Haben wir uns die Waffe von Crispo angeguckt? Ja, das Maschinengewehr. Sie hat
eine Schrotflinte, eine einzigartige Schrotflinte. Die gibt es nur ein einziges Mal und sie gehört euch, wenn ihr es wollt. Und ich glaube nach wie vor nicht, dass sie dafür die richtige ist. Deswegen Nahkampf, Konter, Kugelfangen, 110, ja, könnte man machen. Stieransturm. Stürmen Sie auf Ihr Ziel zu, stoßen Sie es zurück. Ach, das kann ich mir bei ihr beim besten Willen mit ihren High Heels nicht vorstellen. Dann nehmen wir dies hier. Also ganz ehrlich, könnt ihr euch das vorstellen, dass sie mit den High Heels dahin läuft? Sie ist ja auch schön, das bringt ihr Überredungskunst ein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also wirklich nicht. Was wir machen könnten, das können wir uns gleich nochmal angucken, wäre die Struktur mal ein bisschen ändern. Denn ich kann mir das gut vorstellen, dass sie ein richtiger Charakter ist für einen Unterboss oder solche Tätigkeiten. Das gucken wir uns gleich mal an, wer auch am meisten eine Beredungskunst hat. So, dann gehen wir weiter. Und das ist der gute Daniel. Den Namen können wir nicht ändern. Und dann sind wir schon bei Earl. Okay. Dann gehen wir mal durch. Sie hat 40, 36, 30. Ich gucke jetzt nur auf die Überredungskunst. 95. Okay, dann werden wir sie zum Unterboss befördern. Und dann gucken wir uns mal unsere aktuelle Struktur an. Wir haben Berater und Unterboss und Lieutenants. Um einen Lieutenant zuzuweisen, brauchen Sie einen Unterstufe in der Nachbarschaft. Lieutenants erhalten mit Ihrer Beförderung 80 Loyalität. Sie leiten die Geschäfte in einer bestimmten Nachbarschaft. Sie haben außerdem eine positive Wirkung auf die Moral anderer Gegner in der Nachbarschaft. Sie müssen entscheiden, wem Sie die Position zuweisen. Ein Lieutenant kann nicht zum Maulwurf werden. Okay, ich würde gerne einen Berater nehmen. Und ich glaube tatsächlich, dass als Berater sie gut geeignet ist. Denn sie hat Überredungskunst und wenn sie das gut macht, können wir sie durchaus auch zu einer anderen Rolle befördern. Okay, dann machen wir mal so mal zum Berater. Jupp. Sehr schön. Und ihre Loyalität ist tatsächlich gestiegen. Das ist sehr gut. Okay, gut, dann haben wir das. Wir können mal gucken, ob wir tatsächlich einen Lieutenant uns nehmen. Und ich hatte einen, den ich gut fand dafür. Allerdings, ja, der ist aktuell weg. Wir entscheiden das mal jetzt spontan. Ach, Loyalität 333 und Moral. Also ich könnte mir den Job als Lieutenant schon ganz gut vorstellen. Tja, ist die Frage, ob ich das annehmen würde. Ja, ich denke, das machen wir. Wir nehmen mal mich. Okay, das finde ich ein bisschen schade, dass wir da nicht direkt draufklicken können. Aber dann gehen wir mal zurück zu mir. Und dann werde ich Lieutenant werden. Zum Maulwurf. Ach, das kann ich nicht. Okay. Ich könnte ein Maulwurf werden. Nee. Maulwurf brauche ich nicht. Gut. Sehr schön. Dann werden wir jetzt auch nochmal... Ach, erstmal würde ich sagen, gehen wir mal in unser Büro, oder? Und setzen uns hier erstmal hin und versuchen mal damit zu interagieren. Wir haben ja noch nie mit unserer Einrichtung interagiert. Können wir vielleicht ein Bierchen trinken? Das können wir mal machen. Wir gehen mal in eine kleine Kneipe und dann trinken wir mal ein Bierchen. Hier läuft die Alkoholdestille und da passiert nichts. Nee. Wir haben jetzt nämlich so viel erobert, dass wir jetzt tatsächlich... Was haben wir jetzt gemacht? Dass wir tatsächlich mal gucken müssen. Du sollst dich da hinsetzen. Ja, Interaktion ist schön, aber du sollst dich... Setz dich doch... Mensch, Daniel, setz dich doch erstmal an deinen Schreibtisch. Moment. Bin ich da jetzt dran schuld? Die Northside Mobs laden sie zu einem Krieg ein. White City Circles sind mir schon lange ein Dorn im Auge. Helfen Sie mir, ihnen einen Tritt in den Arsch aus unserer Stadt zu befördern. Das ist jetzt eine schwierige Situation. Das bringt mir ein bisschen Verruf ein. Wir haben schon ungefähr, wenn ich nach dem Verruf des Spiels gehe, haben wir ungefähr ein Drittel des Spiels hinter uns. Und
Ehre, Alter, bringt, entschuldigt bitte, würde uns plus, oder sind wir aktuell bei 56? Ignoriert gebrochenes Abkommen. Wir sind bei minus 46 Wertung. Sie haben einen Schutzpakt mit einem Feind dieser Fraktion geschossen. Ja, ein Schutzpakt heißt aber nicht, dass ich zu einem Krieg kommen muss. Ein Schutzpakt ist für mich eine Sache, wenn er widerrechtlich angegriffen wird, dann, und die Rechte machen natürlich ich, dann greifen wir mit ein, mit unserer Truppe. Nein, ich will keinen Krieg mit dem White Circus. Was bringt das denn? Ich nehme das Angebot an, ziehen wir in den Krieg. Ah, das ist so schade, dass es hier jetzt keine Pop-Ups gibt, die dir sagen, was das bringt. Also ich möchte das gerne abschließen. Ich möchte mich nicht mit einem Krieg erweitern. Solche Sachen. Gerüchten zufolge hat Northhead Mob die Schnauze voll vom City Circus. Okay. Unbekannte haben sich den Krieg angeschlossen. Das könnte, wir gehen mal wieder auf Pause, gerade unsere Chance sein, noch ein paar Gebäude zu bekommen. Das finde ich tatsächlich gerade mal gar nicht so schlecht. Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte und der Dritte könnte in dem Fall wir sein. Deswegen bleiben wir mal in der Pause und schauen jetzt tatsächlich nochmal endlich mal hier rein in die Fraktionen. Ich würde gerne jetzt mal zum White City Circus. Wir sind neutral. Mir ist wichtig, dass wir überall neutral sind. Ja, das ist alles nicht schlecht, auch bei den beiden. Deswegen möchte ich mir mit der halt auch nicht verscherzen. Ne? Sie hat minus 241. Ja, okay, sie steht neutral gegenüber allen. Passt schon. Los Lucheros hat minus 150. Okay, ja, ist nicht schlecht. Nicht schlimm. Solange sie uns nicht angreift, soll mir das egal sein. Die Polizei, den könnten wir mal ein bisschen Geld geben, was aktuell nicht funktioniert. Okay. Läuft in 15 Tagen ab. Wir haben das erst gemacht. Alles klar. Gut, dann schauen wir uns mal unser Imperium an. Das ist jetzt durchaus mal wichtig, denn wir sind ja in einigen Nachbarschaften vertreten. Und was mir wichtig ist, ist der Status Verdacht hier unten. Zeigt alle durchschnittlichen Verdachtswerte ihrer Geschäfte in der Nachbarschaft an. Das heißt, wir sollten alle Geschäfte, die wir hier in der Nachbarschaft haben, wir sortieren mal nach Geschäftstyp, updaten und ihnen eine bessere Tarnung verpassen. Ich denke, das ist ein gutes Ding. Wir haben ja 58.000. Viele Sachen sind hier gerade fettig geworden. Und damit werden wir jetzt mal anfangen. So, das heißt, dem Ding, beziehungsweise wir könnten das, ja, wir können das eigentlich bei jedem Geschäft jetzt mal machen, dass wir hier die Tarnung verbessern. Denn wenn wir in Chinatown sind, wir nicht. Wenn wir zum Beispiel in West Loop Gate sind, wenn wir das mal sortieren nach den Eigentümern, dort haben wir aktuell ein Casino und Verdacht liegt bei 100% aktuell. Das heißt, wir müssen das West Loop Gate oder das Ricky's Ridet im West Loop Gate auf jeden Fall ein bisschen ausbauen. Und das wird die Verbesserung Ablenkung sein. Okay. Das gehen wir mal durch. Wir werden jetzt überall die Ablenkung verbessern. Auf die Stufe 3. So, das ist ein kleines Hotel. Das ist okay. Das kann ich aber selbst nicht verbessern. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, das kommt. Ihr habt es hoffentlich gelesen in dem nächsten großen Patch. Das kommt in Q1. Also im ersten Quartal soll ein großer Patch kommen. Da hoffe ich drauf, dass diese ganzen Sachen vielleicht angepasst werden. Ich würde zum Beispiel auch gerne bei den Hotels mehr machen. Lassen wir uns mal überraschen. Ihr werdet es auf jeden Fall, wenn der Patch da ist, bei mir sehen. Dann wird es da in der entsprechenden Folge ein bisschen mehr zugeben. So, jetzt machen wir erstmal die ganzen Ablenkungen hier rein. Das ist sogar nur auf Stufe 1. Das müssen wir alles verbessern. Atmosphäre auch und Mundpropaganda auch. So.
Da sind wir Stunden auf Stufe 3, das passt. Hier sind wir auf Stufe 2, da bitte auch noch. Da sind wir auch am Updaten. Hier bitte auch verbessern. Hier bitte auch. Und dann geht uns gleich das Geld aus. Da könnt ihr mal sehen, so viel zum Thema 50.000 Euro bekommen bei einem Übergang. Ja, also 50.000 Euro ist in diesem Spiel wahrlich nicht viel. Gerade wenn ihr die ganzen Geschäfte mal durchverbessert, dann verbessert ihr alle Geschäfte auf eine Stufe 1 Ablenkung und plötzlich ist das Geld weg. Wir hatten hier knappe 60.000 und wir sind noch nicht mal durch. Ja, Wahnsinn. Gerade das Ding. Wo ist denn das? Das ist doch mit Sicherheit in einem anderen Stadtviertel. Wir sind noch nicht mal durch damit. Also wir haben noch das Loffers Point und Cupid's Arrow. Das müssen wir auch noch verbessern und hier müssten wir ein bisschen mehr investieren. Das machen wir, wenn wir das nächste Geld haben. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal unsere Truppe und gehen mal auf Gebäudefang. Da müssen wir mal schauen, dass wir jetzt ihre Wertung in Los Locheros ist gestiegen. Okay, dann ihr alle bitte und verlassen. Wir können ja ruhig mal die Tür aufmachen, bevor sie da rausgebeamt werden. Habt ihr das gesehen? Da müssen wir gleich mal intervenieren. Irgendwas ist hier... Irgendetwas ist hier gerade... Ah, okay, die stehen sich wieder... irgendwie im Weg. Jetzt ist besser. Irgendwas ist hier gerade passiert. Die haben sich... Irgendwer hat irgendjemanden gerade einen Stinkefinger gezeigt. Und natürlich, jetzt ist unser Geld da. Komm, dann machen wir jetzt erstmal das Ding hier fertig. Und gehen mal unsere Gebäude durch. Das war ein Bordell. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Ach, wir gehen hier einfach mal rein und... schauen uns die ganzen Bordelle mal an, die wir haben. So. Nach Geschäftstyp. Das ist schade, dass ich hier nicht nach Verdacht sortieren kann oder nach irgendwie Ausbaustufen. Da würde ich mir tatsächlich noch ein bisschen mehr wünschen. So, Ricky's Ride hatten wir. Wir gucken mal hier. Genau, hier, das war's. Cupid's Arrow, mittleres Bordell. Das heißt, das werden wir beschleunigen. Und dann gleich eine weitere Stufe beschleunigen und die letzte in Auftrag geben. So. Dann hatten wir ihn hier. Er hat aktuell null Verdacht. Das können wir so weiterlaufen lassen. Und da sollten wir das auch mal beschleunigen und gleich die nächste in Auftrag geben. Wir gucken nochmal ganz kurz auf Verdacht. Das beschleunigen wir auch mal und geben den nächsten Auftrag. 85 kann dann so bleiben. 80 auch. 95. Ja, komm, wir beschleunigen das auch mal. Oh, das können wir uns tatsächlich gar nicht leisten. Dann, ja, wir schauen mal, wie wir das machen. Okay, gut. Sehr schön. Treffen Sie den CMA-Kontakt und schauen wir mal in die Auftragsbücher. Alksommerlehre, okay. Sommelier. Oh Gott. Ich kann nicht mehr lesen. Verruf 20 Geld. Besorgen Sie einen Maulwurf. Ich weiß nicht. Nur ein Maulwurf entfernt. Produzieren Sie wöchentlich 100 Fässer. Das kriegen wir irgendwie hin. Besorgen Sie einen Maulwurf. 50 Geschäfte Seite an Seite. Befördern Sie ihn an zum Unterboss. Das habe ich noch nicht gemacht. Genau. Eliminieren Sie eine kleine Fraktion. Okay. Kontrollieren Sie zwei Nachbarschaften, da sind wir dran. Unwiderstehlich süß. Treffen mit dem CMA Kontakt. Reden Sie mit dem wichtigen Freund von Los Lucheros. Das können wir mal machen. Das ist, denke ich mal, genau das Richtige. So, dann schauen wir mal, wo das hier ist. Da müssen wir hin. Und ich würde sagen, da bewegen wir uns auch mal hin. Dann zoomen wir mal rein und gucken uns diese wunderschöne Stadt mal bei Nacht an. Nein, nicht Rocco. Himmel, Herrgott. Ihr solltet alle hin. Oh Gott.
Habe wieder vergessen, alle zu markieren. So, bitte alle dahin. Hierhin bewegen. So, und dann, wo sind sie? Da sind sie. Wie sie alle da schön synchron laufen, oder? Diese wunderbar synchron Armbewegung, herrlich. Moment, was? Stopp, 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 stopp. Der ist auch gerade gelesen? Gauner? Ach so, ach, wir sind, ja, hier im Loop. Ja, alles klar, Hier sind noch genug Gauner, die diese Gebäude besetzen. Das sollten wir auch mal machen. Aber wir kontrollieren die Nachbarschaft schon, von daher. Okay, ja, alles klar. Gut. Weiter geht's. Okay, da ist er. Mal gucken, was der Typ von uns will. Nein. Mit dir möchte ich gerne reden. Sie sind wieder da. Sollen wir gleich zum Geschäftlichen kommen? Ja, reden wir. Gut, ich dachte, wir reden mal über unsere gemeinsame Freundschaft mit Elvira Dorn. Ja, was ist mit ihr? Vor etwa einem Jahr habe ich mich an sie gewandt. Ich habe qualitativ hochwertigen Alkohol bereitgestellt, sowie den Transport organisiert. Und im Gegenzug wurde ich bezahlt und meine Angestellten wurden beschützt. Aber ich fürchte, jetzt kriselt es ein wenig in unserer Beziehung. Es kriselt? Inwiefern? Sie hat uns ausgeliefert an unsere eigenen Leute. Naja, zumindest fast. Unsere Drys haben einen riesigen Haufen Geld springen lassen, um uns eine Falle zu stellen. Immerhin haben wir rechtzeitig davon Wind bekommen und sind noch einmal davongekommen. Aber nun würden wir uns gerne revanchieren. Was sind Drys? Ach so, Drys sind unsere Prohibitionsbeamten. Eigentlich sind sie nicht besonders effektiv, aber in letzter Zeit sind sie uns ziemlich dicht auf den Fersen. Tja, ich verstehe, aber ich will Elvira Dorn immer noch keinen Schaden zufügen. Warum nicht? Meinen Sie, diese Zurückhaltung beruht auf Gegenseitigkeit? Ich glaube nämlich nicht. Sie sind mir sympathisch, aber ein weiches Herz wird Sie hier nicht weiterbringen. Okay, komm, erzähl mir, was ich tun muss. Ich möchte, dass Sie diese Ahorn-Sirup-Flasche nehmen und sie in eine Distille dieser Person gießen und dann gehen Sie einfach weg. Ah, es ist... Ah, ich weiß nicht. Hat er eine Maske auf? Tatsache. Spanische Grippe, ich sag's euch. Mörderisch. Komm, wir machen das jetzt. Danke, Daniel. Ich wusste, ich kann mich auf sie verlassen. In Ordnung, man hört sich. Eins noch. Es kann sein, dass sie im Viertel einer Nervensäge begegnen, die unsere Pläne für Elvira Dorn kennen. Ich würde ihnen raten, sich von ihr fernzuhalten. Ja, das sollte kein Problem sein. Im schlimmsten Fall knallen wir sie ab. Okay, klar, alles gut. So, vergiften Sie die Distille von Los Loceros. Da bin ich mal gespannt. Wir wollen ja auch mal ein bisschen Action sehen. Das haben wir gemacht. Vergiften Sie eine der Brauereien. Optional informieren Sie die Nervensäge in der Nachbarschaft darüber. Nein, wir wollen eine der Brauereien. Und das ist in einer anderen Nachbarschaft. So, unser guter Crespo Gregson hat ein neues Talent erworben. Jawohl. Er hat jetzt den Nahkampfkonter. Das finde ich ziemlich gut. Maschinenpistolen haben wir. Ich würde ihn tatsächlich mit seiner durchschlagenden Wirkung... Das gucken wir uns mal an. Da hätte er nämlich die Chance, Panzerung zu zerstören. Das finde ich ganz gut. Okay, so. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Wohin muss ich überhaupt? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, in welches Viertel ich muss. Muss ich hierhin? Vergiften Sie Westloop Gate Los Loceros. Okay, dann werden wir mal dahin fahren. Beziehungsweise als allererstes müssen wir
dort hinreisen. Und dann gehen wir noch einmal ganz kurz hier rein und ich würde gerne mal wissen, wie es mit Los Lucheros aussieht. Ah, das ist so eine kleine Fraktion, ne? Niemand mag sie. Ach komm, das kriegen wir schon hin. Das passt schon. So. Ihr müsst bitte einmal... Das ist ein Bordell. Das wollen wir nicht. Da wird patrouilliert. Wir müssen dahin. Und weiter geht's. Und laufen wir mal weiter. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das hier aussieht. Oh Gott, da fährt die Leute um. Ich fasse es nicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was wir da machen müssen. So. Müssen wir da eintreten? Wir können das ja mal machen. Understood. Ich meine, die haben ja kein Problem mit uns. Sie sind ja auch nicht im Krieg mit uns. Wir müssen das vergiften. Oder? Machen wir einfach mal. Okay. Ja, dann. Wieder raus hier. Kehren Sie zu Jacques zurück. Das kriegen wir hin. Das wird noch ein Nachspiel haben. Da bin ich mir sicher, Leute. Mal gucken, was da passiert. So. Kehren Sie zu Jacques zurück. Oh. Da ist gerade eine Polizeirazzia. Seht ihr das? Eieiei. Die nehmen gerade ein Gebäude hoch. Da sollten wir mal ganz schnell verschwinden. Da müssen wir hin. Aber da können wir nicht hin. Wir müssen nämlich erstmal dahin reisen. Zack. Sehr schön. Okay. Und dann gehen wir bitte zu dem guten Jacques. Wo ist er? Da hinten ist er. Dahin bitte. So, und dann bleiben wir mal hier oben. Und während die dahin gehen, bleiben wir dabei, dass wir uns einmal kurz um die Gebäude kümmern. Ich würde gerne tatsächlich die Sachen, die hier einen hohen Verdacht haben, verbessern. Das beschleunigen wir auch und werden auf die nächste Stufe verbessern. Auch das wird beschleunigt und auf die nächste Stufe verbessert. Dann können wir hier zum Beispiel auch gleich die Sicherheit verbessern. Sicher ist sicher, denn wenn die schon einen hohen Verdacht haben, dann könnte damit Sicherheit auch... Okay, das haben wir. Engines Repair Shop, da sollten wir das Ganze echt mal beschleunigen. Und dann auf die nächste Stufe verbessern. Hier auch. Nicht, dass da gleich eine Truppe Polizisten steht. Das werden wir auch beschleunigen. Und auch gleich hier verbessern. Die Sicherheit. Dann gehen wir mal weiter. Das sieht gut aus. Da müssen wir auch beschleunigen. Auf die nächste Stufe. Und Sicherheit können wir uns schon wieder gar nicht leisten. Das ist zu teuer. Auch das wird beschleunigt. Nächste Stufe. 85 ist mir dann doch zu viel. 100 auch. Und das können wir uns schon wieder... Seht ihr? Und so schnell sind 70.000 futsch und verschwunden. Also, das Geld in dem Spiel, ja, also 70.000 sind hier echt nicht viel, ganz ehrlich. Dann wollen wir mit dem guten Jacques mal reden. Uns ist zu Ohren gekommen, was sie getan haben und wir belohnen unsere Freunde. Wir hören bald wieder voneinander. Okay, Jacques.
Auftrag abgeschlossen, unwiderstehlich süß. Das bringt uns ein bisschen Whisky und ein wenig Geld ein und weiter geht's in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ciao, ciao.